Da schreibt man gerade was und plötzlich... Oh, ich muss jemanden auspeitschen. Gib mir auch so, wenn ich was schreibe. Muss ich auch jemanden auspeitschen. Struppi? Du musst hier draußen warten. Pass gut auf, falls jemand kommt. Wenn was schief geht, spiel nicht den Helden. Versteck dich und versuche, mich später zu retten. So, Daumen drücken. Fuads Büro, der beste Ort, um zuerst nach den Zigarren zu suchen. Ich sollte mich lieber beeilen. Er könnte jederzeit zurückkommen. Ah, Ich soll den ganzen Sand rauskehren? In einer Wüstenstadt? Okay. Gut, das Spiel war wahrscheinlich übergelaufen. Eine zerbrochene Reitgerte. Seltsam, sowas in einem Papierkorb zu finden. Oh, Großmeister. Ich habe die Zigarren wieder beschafft, die von diesen dreisten Beduinen gestohlen wurden. Sie sind in meinem Büro bei meiner Mutter. In Sicherheit. Bei seiner Mutter? Warum sollte er so etwas sagen? Sobald ich mit den aufständischen Stämmen fertig bin, treffen wir uns in unserem Versteck im Urwald. Dort werden... Da hat er aufgehört zu schreiben. Ein Versteck? Wo? Ich muss das finden und ich muss mir diese Zigarren ansehen. Die sind in diesem Raum. Ich kann's spüren. Die Verteidigungsanlagen von Vatista. Was ist die da? Scheinen sich auf eine Belagerung vorzubereiten. Was ist da? Hier steht, dass die Wüstenstämme sich zu einem letzten Schlag gegen Vatista versammeln. Die haben die Nachschubwege unterbrochen und werden mit jedem Tag stärker. Kein Wunder, dass der Oberst wenig erfreut ist. Das stammt aus dem Grab von Kiosk. Ja, vom Kiosk. Genau das. Wer hat denn das Diagramm einer Granate als Wandschmuck? Tja, ja. Laut dem hier hat Vatista weder Kugeln, noch Granaten, noch Kanonenkugeln. Doch gerade heute ist eine unglaubliche Menge davon geliefert worden. So ein Zufall. Kann das was mit diesem Boot oder Schiff zu tun haben? Ja, Mutti. Himmel, ist das Fuads Mutter? Was ist, wenn Mama der Schlüssel zu dem Rätsel ist? Dann könnte sein Geheimversteck hier sein. Oh, ich sehe schon. Ich mach's jetzt noch nicht. Ich hab's gerade gesehen. Alles abgeschlossen. Ich wette, Fuad hat den Schlüssel. Mehr brauchen wir da aber nicht, oder? Für eine Karte etwas zu hoch. Könnte noch nützlich sein, außer fürs Fegen, meine ich. Lalalala. Verflucht! Hätte der Besen nur einen Haken oder einen gebogenen Stiel, wie etwa ein Schirm. Vielleicht das hier. Wenn sowas am Ende eines langen Stocks wäre. Moment! Wir haben ja zufällig einen langen Stock. Also, mal sehen. Aha! Da bist du ja. Der rote Faden scheint irgendeiner Route zu folgen. Okay, schreib mir mal auf. A1, C3, H1. A1, C3, H1.
Haben wir in der Nähe nicht das Grab von Kiosk entdeckt? Da sind wir jetzt. In der Stadt Vatista. Okay. Dann ist hier Indien. Die Spur führt nach Indien. Zu einer Stelle bei Shimla. In dem Brief stand was von einem Versteck im Urwald. Weder in Arabien noch in Ägypten gibt es einen Urwald. Aber in Indien? Ja. Das wird dann unser nächster Stopp. Diese Gegend hier. Muss ich das wieder zurückpacken eigentlich? Der rote Faden scheint irgendeiner Route zu folgen. So, dann machen wir mal Mutti auf. Himmel, ja? Ist das Fuads Mutter? Was ist, wenn Mama der Schlüssel zu dem Rätsel ist? Dann könnte sein Geheimversteck hier sein. Dazu müssen wir die Dinger hier drehen. Anhand ihres Halskettchens da. Ich hab's! Fuads Geheimversteck! Aber wie kriege ich das auf? Dreistellige Safe-Kombination. Bingo. Schauen wir doch mal, was es mit dem Geheimnis dieser Zigarren auf sich hat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Auf deinen Schabernack falle ich nicht wieder rein. War letztes Mal nicht gerade sehr witzig, als du eine Kobra nach mir geschmissen hast. Akram? Ich nicht. Keiner? Kommt schon! Okay, hier gleich rüberklettern. Noch 5 Minuten, bis ich auf dem Friedhof dran bin. Wobei, 5 Minuten zu früh, 5 Minuten zu spät. Wen juckt's? Genau, wen juckt's? Was? Dieser schmierige Schmuggler hat uns über den Tisch gezogen. Er hat uns Kokosnüsse statt Granaten geschickt. Ich liebe Kokosnüsse. Liebst du es auch, den Krieg zu verlieren, du fauler Wurm? Nein, natürlich nicht. Ah, hier sind ja die Peitschen des Obersts. Wozu braucht er so viele Peitschen? Für einen Gefreiten redest du viel. Dreh wieder deine Runden. Wird nicht leicht, hier ungesehen vorbeizukommen. Aber wenn ich's bis zum Friedhof schaffe, habe ich vielleicht eine Chance. Dieser Rekrut hätte es weit bringen können. Schade, dass er sich als Verräter entpuppt hat. Ja, ja, schade. Doch der andere neue Rekrut ist noch besser. Meinen Sie mich, Korporal? Ha! Träum weiter! Halt. War doch gerade ein Foto. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Wahrscheinlich nach da. Stimmt es, dass Scheich Patrasch Pascha noch nie Krieg geführt hat? Man sagt, der Feigling schickt seine Truppen los, um die Drecksarbeit zu machen, während er in seinem Zelt faulenzt. Wie viele Kriege hat denn der Oberst geführt? Mehr, als ich an 2 Händen abzählen könnte. Echt jetzt? Oh, nun kommt. Langkomme. Och, jetzt macht er die Tür zu. Wie soll ich nur jetzt da rein? Auf alle Fälle hat er gespeichert hier. Das heißt, wir müssen nicht den ganzen Weg normal machen. Das war knappig. Noch so einer.
Oh, ich glaube, der kommt bis hier hin. Ja, gut. Sind wir immer noch nicht durch? Oh, nicht gerade. Wie kann ich den Soldaten da rausholen? Welchem Soldaten? On 13M. Oh Gott. Wo ist der On-Schalter? Dann vielleicht sollte ich die grüne Frequenzwelle mit der weißen synchronisieren. Wenn die Frequenzwellen übereinstimmen, sollte das klappen. Ist es nicht korrekt? Ist das sowas von passend gerade? Nach welchem Prinzip geht denn das hier? 13M. Ist doch eingestellt. 8, 12, 13. Oder ist das 13? Oh, das könnte vielleicht 13 sein. Ahem. Es ist doch noch zu früh für eine Meldung. Was willst du denn? Ist das Funkgerät an? Das ist meine Chance. Bahir? Im Nordturm nichts Neues. Bahir? Hörst du mich? Warum hast du mich angefunkt? Verflucht! Das Haupttor wird bewacht. Och, dieser Scheinwerfer macht mich doch wahnsinnig! Ein Wunder, dass er nach solch einem Sturz noch geht. Fuhrt wird den niemals reparieren. In der Baracke ist ein Fenster, das schon seit Monaten kaputt ist. Wag es ja nicht, den Oberst zu kritisieren. Genau. Ich muss einen Weg finden, wie ich diese Wachen vertreiben kann. Keine Bewegung, du Verräter! Ups.
weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich da nur jetzt gesehen werden in dem Licht oder was ist das jetzt? Keine Bewegung, okay. Verräter! Es geht nicht. Gut. Ich glaube, das ist schon richtig, hier lang zu gehen. Oder auch nicht, ich komme da gar nicht lang. Aber ich komme, glaube ich, da bei den Kisten, wo der Pfeil hoch ist, lang. Mann, 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 Mann. Hä? Du musst mich durchlassen. Ich hoffe, die verschwinden jetzt. Upsi. Blöder Scheinwerfer. Alles klar? Ja. Immerhin blinkt er nicht mehr. Lass uns mal nachsehen. Haben die einfach ihren Posten jetzt verlassen? Geht's. Endlich kann ich hier raus. Zapalot, abgeschlossen. Ach nee. Tim, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass wir sie hier am Haupttor getroffen haben. Die schlechte Nachricht ist, dass das wir keinen Schlüssel für das Haupttor haben. Verflixt. Mal überlegen. Bingo. Gehen Sie nach links, dann nach rechts und warten Sie an einem halboffenen Fenster auf mich. Ich weiß, wo ich raus kann. Gott, ist hier die Wache intensiv unterwegs. Da geht's nicht weiter. Ich muss woanders lang. Hat aber lange gedauert. Ich dachte, ich könnte ihn da umfahren. Upsala. Also nochmal.
Aber wie komme ich jetzt an ihm vorbei? Wahrscheinlich da hinten, ne? Oh, shit. Oh, warum dreht der sich nicht um? Verdammt. Ich glaube, ich muss da hinten rein. Hey, der Korporal hat gesagt, ich soll ein paar Fässer aus dem Lagerhaus holen. Kannst du mir mal helfen? Aber natürlich. Meine Schicht endet in 2 Minuten und 7 Sekunden. Dann mache ich die Tische sauber. Und wenn ich damit fertig bin, habe ich 7 Minuten Zeit, um dir zu helfen. Sapperlot, abgeschlossen. Weil ich meine Zähne um 4.57 Uhr putzen muss, um dann um 5 Uhr im Bett zu sein. Aha. Schwachkopf. Schön, ich habe 2 Minuten 7 Sekunden, um von hier zu verschwinden. Oh, da kommt echt die... Verflucht! Wie viele bewachte Türen gibt's hier denn? Alle. Die Baracke. Die Schlüssel. Ich brauche etwas, um an die ranzukommen. Und schon wieder ein Besen. In die Ecke, Besen, Besen, sei es gewesen. So ist gut. Nicht umdrehen. Ich hab sie. Hä? Ich hab meine Schlüssel doch hier gelassen. Mhm. Hey, Ahmed, du hast nicht zufällig meine Schlüssel genommen? Nein, hab die nicht gesehen. Hilf mir beim Suchen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ja, klar. Aber wenn ich dich um Hilfe bitte... Meine Zeit ist kostbar. Bitte mich nie um mehr, als ich bereit bin zu geben. Gut, du absoluter Vollpfosten. Seine Liebe unter den Kollegen. Mach die verdammte Tür zu. Komm schon, kann die da niemand zumachen? Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ach, wo ist mein Teddy? Wo ist er? Du hast Flocky angefasst. Du bist tot. Flocky? Oh, oh. Da war wieder die Maus im Sch... Ich weiß nicht, warum. Mach die verdammte Tür zu. Komm schon, kann die da niemand zumachen? Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ach, wo ist mein Teddy? Wo ist er? Da bist du ja, Flocky. Puh, das war knapp. Keine Bewegung, du Verräter! Mist. Ich dachte, ich kann aus dem Fenster raus. Weil der Typ, der ja sichtbar ist, der sieht uns ja da hinten. Du wirst dafür sterben, dass du meine kostbare Schicht unterbrochen hast, Verräter! Okay, ich glaube, wir können... Ach, das ist ein komplett dunkler Bereich. Gut, 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 gut.
kaputte Fenster. Ich muss das aufmachen, wenn die Wache nicht hinsieht. Warum gehen Strümpfe nur so gerne verloren? Wo steckst du dich, kleiner Strumpf? Geliebter Strumpf, wo bist du? Bist du da, mein kleiner Strumpf? Puh. Endlich frei. Oh. Oh, Struppi, ich hab dich ja so vermisst. Ich bin so froh, dass du lebst. Schulze und Schulze sind... Wir reden später. Mir nach. Ist ja doch ein bisschen länger, als ich dachte, ja, das Spiel. Weitaus länger, als ich dachte. Ich dachte so 3-4 Stunden Ding, ne? Aber nee. Hier sollten wir sicher sein. Danke für Ihre Hilfe, aber... Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin Nadim Hafez, mutiger Spion der Beduinen, getreuer Diener von Patrasch Pascha, Sohn des Sands, Herz des Kamels, Oase der Wüste und Todfeind von Oberst Fuad. Wenn der Scheich dir meinen geliebten Altär anvertraut hat, dann gehörst du zu uns. Wie hast du Struppi gefunden? Wo war er? Altair hat ihn umherirren sehen. Zu Tode betrübt. Mir fiel wieder ein, dass er ja dein geliebter Hund ist. Und als ich ihn allein sah, wusste ich, dass du in Gefahr bist. Woher kennst du Schulze und Schulze? Ich war in der Stadt, als ich diese beiden Idioten gesehen habe. Die liefen da als Jellababi-Beduinen verkleidet herum, als sei das vollkommen selbstverständlich. Und das hier in Wat Isdar, wo wir Beduinen Staatsfeinde Nummer 1 sind. Wie lang bist du schon als Geheimagent hier? Länger als mir lieb ist. Doch ich würde auch mein ganzes Leben hier verbringen, um Patrasch Pascha zu dienen. Sohn des Sands, Herz des Kamels, ja. Oase der Wüste. Ja. Werden der Scheich und seine Verbündeten den Krieg gewinnen? Das wird er, keine Frage. Patrasch Pascha, Sohn des Sands, Herz des Kamels, doch. Oase der Wüste, wird den Diktator besiegen. Generation und Abergeneration von Kriegerblut strömen durch seine Adern. Wie kann ich fort aus Wat Isdar? Morgen, wenn es dunkel wird, bringe ich dich zum Stadttor. Pass auf, dass du nicht zu nah an den Flugplatz kommst, denn der ist immer bewacht. Okay. Bevor wir weiterreden, sind wir uns auch ganz sicher, dass uns niemand gefolgt ist? Du hast recht. Ich werde mal aus dem Fenster sehen. Schulze und Schulze! Oh, vielen Dank für... Wir verhaften Sie im Namen des Gesetzes! Was? Aber warum? Weil Sie wegen Drogen- und Waffenschmuggels gesucht werden. Deswegen haben wir 1000 Gefahren getrotzt, um Sie vor dem Tode zu bewahren. Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Ich will Ihren Vorgesetzten sprechen. Der wird auf mich hören. Was fällt Ihnen ein, an uns zu zweifeln? Wir sind hier, weil unser Vorgesetzter uns vertraut. Nicht wahr? Oberst Fuad ist hier der Verbrecher. Er führt Krieg. Da liegt es nahe, dass Sie ihm nicht trauen. Der ist restlos korrupt. Der will sich nur bereichern. Wir sind nicht hier, um interne Konflikte zu lösen. Hören Sie doch, im Büro von Oberst Fuad habe ich Zigarren gefunden. Oh, das ist ein Problem. Ja, verstehen Sie jetzt? Ja, seine Gesundheit wird vor die Hunde gehen. Oh. Sie sind verhaftet. Die haben uns entdeckt. Sapalot! Das kann nicht sein. Wo wir ihn gerade hatten. Rauf aufs Dach. Schnell! Aufmachen! Und du? Ich könnte es mir nie verzeihen, Altair hier zu lassen. Los! Lass dich nicht erwischen! Los!
Nein! Abgehauen! Schnappt sie! Du entkommst mir nicht, fauler Wurm. Fauler Wurm. Wie kommt ihr aus dieser Sache wieder raus? Findet ihn, ihr faulen Würmer! Lasst ihn nicht entkommen! Jawohl, Herr Korporal! Dass mir keine Gasse unbewacht bleibt! Die ganze Armee ich hab gedrückt. Nach uns. Achso, B. Oh, ich bin... Bleib sofort stehen! Bleib sofort stehen! Nee, mach ich nicht. Oh, nochmal. Wie kommen wir aus dieser Sache wieder raus? Findet ihn, ihr faulen Würmer! Lasst ihn nicht entkommen! Jawohl, Herr Korporal! Zeigt uns nicht immer mehr an, was wir machen müssen. Unbewacht bleibt. Die ganze Armee sucht nach uns. Doch, jetzt. Ach, Leute. Fauler Wurm, ich seh dich. Ich krieg dich. Und wenn das Letzte ist, was ich tue. Verflucht, dieser hochmotivierte Soldat ist auch hinter mir her. In der Ausbildung. Das ist der Plan. Da konntest du mich nicht schlagen. Alle Ausgänge versperrt. Was kletterst du denn eine Palme hoch? Glaubst du vielleicht, der Kerl ist ein Affe? Wenn ihr den nicht findet, lässt euch der Oberst büßen. Jawohl, Herr Korporal! Da ist er! Packt ihn! Lasst ihn nicht entkommen! Oh. Zu spät! Fauler Wurm! Uns ist bestimmt, zusammen zu trainieren! Verräter! Bedauere, Meister, aber ich muss nach Indien! Ein Schritt weiter und du bist ein toter Mann. Gib mir Mühe. Keine Angst. Ich tue ihm nichts. Den würde ich nie was tun. Lass uns in Ruhe. Raus! 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 Nicht aus den Augen verlieren. Wenn der uns entkommt, lässt uns der Korporal 10.000 Liegestütze machen. Lasst ihn nicht entkommen! Och, komm. Ihm nach! Wo willst du denn hin? Da lang! Bleib sofort stehen! Ach, ist doch nicht wahr! Bleib sofort stehen! Ist doch nicht wahr! Hast du etwa gedacht, du entkommst mir? Durchsuch das Haus! Sucht in jedem Winkel! Oh, okay. Hat wohl doch geklappt. Ich hoffe, das hält. Der ist auf den Dächern! Ihm nach! Sucht in jedem Winkel der Stadt. Lacht ja kein Haus aus. Wo ist deine Ehre, Fauler Wurm? Das wird zum Running Gag. Aua. Ich sehe nichts mehr. Das Flugzeug ist unsere einzige Chance. Aber wie werden wir den Soldaten da los? Wer sollte den bewachen? Wer sollte den bewachen? Ich verfolge ihn. Der kommt nicht weg. Ich hab gedrückt. Oberst Fuhrts Mutter ist unterwegs. Das Böse in Person? Ich hab's sowas von gedacht. Geschafft, Struppi. Ich kann mich nicht erinnern, sowas geflogen zu haben. Aber gestartet haben wir's. Keine Sorge. Fliegen ist wie Fahrradfahren. Da! Nadim, Hafiz und Altair. Ich werde euch niemals vergessen. Sehr schön. In der einen Szene sind wir gefasst worden, aber scheinbar waren wir über dem Savepoint, ne, den Checkpoint raus. Und dementsprechend haben wir danach weitergemacht. Naja. Kleine Unschärfe. Festhalten, Struppi. Ich versuche mal ein paar Tricks, um die loszuwerden. Festhalten, ja. Struppi. Ich versuche mal ein paar Tricks, um die loszuwerden. Fliegen wir runter in die Schlucht da, wenn wir zu hoch... What the... Achso, wenn wir zu hoch sind. Okay.
Festhalten, Struppi. Ich versuche mal ein paar Tricks, um die loszuwerden. Hä? Festhalten, Struppi. Ich versuche mal ein paar Tricks, um die loszuwerden. Fliegen wir runter in die Schlucht da. Wenn wir zu hoch fliegen, können die uns abschießen. Schau, Struppi. Diese Luftströmungen helfen uns, die abzuschütteln. Alter! Soldaten zur Schlucht. Hauptmann, das ist wirklich riskant. Für mich auch. Ich meine, so wirst du ein großer Pilot wie ich. Idee, Hauptmann. Ich enttäusche sie nicht. Bitte nicht von vorne. Oh, danke. Tolle Idee, Hauptmann. Ich hoffe, ich enttäusche sie nicht. Die wissen nicht, dass wir sie auch über Funk hören können. Wir werden ja sehen, ob die mit uns mithalten können. Und ich mit dem Controller, ey. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Sieh mal nach, ob du sie noch siehst. Was? Die sind noch da? Sapperlot. Hauptmann, hier spricht Oberst Ford. Ich will dieses räudige Pack tot sehen. Verstanden? Jawohl, Herr Oberst. Das will ich hoffen. Sonst landen sie auch unter der Erde. Das schwöre ich Ihnen bei meiner Mutter. Jawohl, Herr Oberst. Verflucht. Ich kann nichts sehen. Hä, wie soll ich denn schneller? Ich hätte nicht gedacht, dass die so hartnäckig sein würden. Hier spricht Oberst Ford. Ich will dich das so. Struppi, wir müssen nach Indien, koste es, was es wolle. Dort finden wir die Antworten, nach denen wir suchen. Ach so. Sonst landen sie auch unter der Erde. Das schwöre ich Ihnen bei meiner Mutter. Jawohl, Herr Oberst. Verflucht, ich kann nichts sehen. Hätte nicht gedacht, dass die so hartnäckig sein würden. Struppi, wir müssen nach Indien, koste es, was es wolle. Oh Gott. Dort finden wir die Antworten, nach denen wir suchen. Hauptmann, wenn ich sie verliere, bringen die uns dann wirklich um. Wenn du die verlierst, bringe ich dich selbst um. Der Tod durch die Hand eines Freundes wird noch süßer sein. Was geht da vor sich, ihr Luftraten? Der Soldat ist in der Schlucht hinter ihm her. Ich passe von oben auf. Rein mit dir in die Schlucht. Oh. Sonst hol dich meine Mutter. Ich seh nix. Ach da. Festhalten, Struppi. Ich schlage ein paar Haken, damit wir von hier verschwinden. Wow, 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 wow. Mann, das war knapp. Hauptmann, wechseln wir jetzt? Nein. Du bleibst schön in der Schlucht, Soldat. Aber der Oberst hat doch gesagt, stirb sie, du feige Ratte. Ist zu deinem eigenen Wohl, damit du lernst, so gut wie ich zu fliegen. Jawohl, Herr Hauptmann. Himmel, besten Dank für die Gelegenheit. Das ist nicht direkt ein Spaziergang in den Wolken. Alter, was hast du? Das wird eng. Das wird sehr eng. Was sind sie los? Nur ein wahrer Meisterpilot könnte so etwas bewältigen. Genau. So wie. Wow. Ich sau dich hier oben herum wie ein echter Kolibri. Verflucht. Lass das Geschwätz und such nach dem Kerl. Achtung da unten. Jetzt greift der Kolibri an. Shit. Warum haben sie noch nicht abgeschossen? Oh Gott, wie lange geht das noch? Sie sind doch zu zweit und haben Jagdmaschinen. Nichts nütze. Jawohl, Herr Oberst. Wenn wir es ins Freie schaffen, sind wir in Sicherheit. Vertrau mir einfach. Wir können die in diesen Wolken austricksen. Meine Fresse. Es ist anstrengender, als es aussieht. Jawohl, Herr Hauptmann. Das wird die Abschlussprüfung meiner Ausbildung. Struppi? Festhalten. Wir tun so, als hätten sie getroffen. Dann lassen sie uns in Ruhe. Teufel auch, Herr Hauptmann. Ich hab sie getroffen. Sie spüren ab. Gut gemacht, Soldat. Und jetzt eins zu Ende. Wenn ich den Motor an- und ausmache, sehen sie Flammen. Ich hoffe, das reicht. Oh,
Motor! Wenn ich den Motor ausmache und die Maschine trudeln lasse, dann lassen sie uns in Ruhe. Den halben Kontinent durchquert hatten, kamen wir unserem Ziel endlich näher, dem nächsten Punkt auf Fuads Karte. Doch die Benzinanzeige stand auf E, also festhalten, Struppi! Evilea! Los geht's! Die Bäume bremsten unseren Fall, also kamen wir mit einigen kleinen Blessuren davon. Zum Glück hatte das Flugzeug einen Verbandskasten. Also brauchten wir nur noch das Handbuch. Und da landete es auch schon auf uns. Wir machten uns auf die Suche nach dem indischen Versteck der Kioskbande. Doch der Urwald hatte andere Pläne mit uns. Das Kiosk-Symbol. Hier? Unglaublich. Frische Farbe. Jetzt haben wir eine Spur. Wer könnte das Symbol hingepinselt haben? Professor Siklon. Sie leben noch. Hallo und guten Abend. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist ja unglaublich. In der Tat. Aber Übung macht den Meister. Wenn Sie mich also entschuldigen. Aber wie sind Sie denn hier in Indien gelandet? Das ist das Haus. Indien? Wir sind hier in Ägypten, junger Mann. Haben Sie denn unterwegs nicht die Pyramiden gesehen? Ich dachte, ich sehe sie niemals wieder. Danke, aber ich kann mich nicht entsinnen, sie jemals zuvor gesehen zu haben, mein treuer Diener. Was? Ja schon, aber... Schluss mit den Plaudereien. Ich feile an den letzten Details meines Palastes. Sagen Sie mir wenigstens, was Sie nach unserem Abschied alles erlebt haben. Shh. Nicht so laut. Ich erzähle es, doch Sie müssen schwören, dass das geheim bleibt. Ich bin... Pharao Ramses der Zweite! Der Ärmste? Er ist total verrückt geworden. Wo finde ich bloß einen Arzt? Und Schutz vor dem Sturm. Da ist eine Hütte. Die Strumpfbänder. Hallo? Sind wir uns schon mal begegnet? Verzeihen Sie, mein Herr, aber... Wir haben uns im Urwald verlaufen und dann haben wir... Seht! Ramses der Zweite! Herr des Nils, Geißel der Hethiter! Ein sehr, sehr schlimmer Junge! Oh. Sobe! Wer? Sekhme! Du liebe Güte! Tod!
Was? Hatten Sie Patienten erwartet, Dr. Finney? Eigentlich nicht, Herr Major. Nun, Ihr Freund hier heißt... Das ist Philemon Cyclon, ein bekannter Ägyptologe. Kommen Sie, Herr Cyclon. Was glauben Sie, wen Sie hier vor sich haben? Ich bin Ramses II., Erbauer von Abu Simbel. Ja, gewiss. Nun, kommen Sie mal mit. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte, Herr. Ich bin Tim, der Reporter. Ich freue mich, Sie zu meinen Gästen zählen zu dürfen. Das Essen wird schon bald serviert. Endlich mal etwas Glück. Schutz vor dem Sturm, ein Arzt für den Professor. Ah, Zeit zum Entspannen und um neue Freunde kennenzulernen. Findest du nicht auch, Struppi? Oh, eine Katze. Oder Essen. Der unerwartete Gast. Mache Smalltalk mit anderen Gästen und finde Struppi. Was ist das hier? Getreidepest verschärft Hungersnot. Oh oh. Welches Jahr war das? Könnte man das gerade sehen? Nee, nicht mehr. Opiumschmuggel im Aufwind. Könnten die Geschichten was miteinander zu tun haben? Oh, in den Zigarren wird Opium geschmuggelt. Das ist es. Das war ich nicht. Auf alle Fälle gibt es hier schon Strom. Was auch immer das war. Können wir da hoch? Theoretisch ja. Ja, hallo. Knut reitet wieder. Ja. Ein epischer Superscope-Knüller im Wilden Westen. Ja, Mutknut. Ja, den kennen wir ja schon. So, wer sind denn die Herrschaften hier? Guten Tag. Hallo, wie? So eine Überraschung. Ich meine, eine Überraschung. Denn sie wurden ja gar nicht erwartet, nicht wahr? Ich glaube, ich kenne sie. Was? Mich? Wohl kaum. Dafür haben Sie keine Beweise. Sind Sie nicht Herr Slotsky, der bekannte Autor? Ja, das bin ich. Nur ein Dichter. Bekannt. Ich schreibe einfach nur. Sonst nichts. Aha. Ist aber sehr, sehr, sehr verdächtig. Ach, was ist Ihr Freund doch für ein exaltiertes Original. So exaltiert ist er aber nicht immer. Zum Glück. Ich bin Frau Snowball. Und ich bin... Mein Gatte. Wir sind aus England hierher gekommen, um nach Antiquitäten für unser Anwesen zu suchen. Okay. Livingston nehme ich an.
Ich habe gerade so gedacht. Ihr Freund hat alle für ägyptische Gottheiten gehalten, außer... Außer uns beiden. Seltsam, nicht wahr? Wir sind wohl nicht göttlich genug. Sie können jetzt draufkommen, junger Mann. Muss ja mal Stumpi finden. Da ist er, Struppilein. Ah, da ist er ja. Schlaf gut, mein Freund. Naja, der kleine Süße. Der Major sieht da wie ein waschechter Abenteurer aus. Ja, Stoßzähner. Oh ja. Oh, süß. Das ist alles, was ich für ihn tun kann, für den Moment. Wie lautet Ihre Diagnose, Doktor? Nun, er scheint in einer Art euphorischem Delirium zu sein, ausgelöst durch irgendein Gift. Wird er jemals wieder bei Verstand sein, Doktor? Ich hoffe. 30 Meilen entfernt von hier ist eine Klinik. Der Direktor ist ein Freund von mir. Aber ich will nicht zu Tantchen hin und Miede, Mama. Die riecht wie ein Kamel der Hethiter. Er sieht jetzt ziemlich ruhig aus. Er wollte sein Beruhigungsmittel nicht, aber ich habe gewonnen. Danke für Ihre Hilfe, Doktor. Mache nur meine Arbeit. Mama, bring mir meine Schmusedecke. Mir ist kalt und ich habe Angst vor den hellen Augen. Ihm ist kalt? Mitten im Urwald? Unglaublich. Ich sollte was zum Zudecken suchen. Okay. Die hier. Oh. Here you go. There's a good professor. Oh, wieder Englisch. Kurzzeitig. Er schläft wie ein Kind. Und er benimmt sich auch so. Ja, weil er wahrscheinlich die Zigarre geraucht hat hier. Eine Kiosk-Zigarrenbinde. Ausgerechnet hier? In dem Brief vom Oberst stand was von einem Versteck im Urwald. Könnte es dieses Haus sein? Ich muss mehr darüber herausfinden, ohne Verdacht zu erregen. Die Spur vom Kiosk. Der hat schon ein gutes Schläfchen gebraucht, als wir Wati Star verlassen haben. Was ist da? Das? Der Schriftsteller, hä? Abend, Kata. Danke, dass Sie sich um einen Freund gekümmert haben. Das ist doch meine Pflicht. Außerdem sind wir mit ihm noch nicht fertig. Okay, das Gift hier. Mein Freund wurde vergiftet? Ich denke schon. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es gibt keine Heilung? Das ist nicht mein Fachgebiet, also hoffen wir das Beste. Der kann das nicht sein. Sonst hätte er dem Professor nicht geholfen.
Sie sagten, in der Nähe sei eine Klinik. Eine Nervenheilanstalt. Ich nehme Sie morgen früh dorthin mit und stelle Sie dem Direktor vor. Oh, sind ein paar da. Aber es lauschen alle gespannt. Wie immer. Was sagen Sie als Arzt zum Rauchen von Zigarren? Das ist eine seltsame Frage. Ich bin Reporter. Ich schreibe eine Geschichte darüber. Ja, die sind furchtbar ungesund. Deswegen ziehe ich eine gute Pfeife vor. Die ist gesünder wahrscheinlich. Wonach suchen Sie in dem Regal dort? Nur etwas zu lesen. Der Major hat eine wunderbare Sammlung. Hat sich Ihr exzentrischer Freund wieder beruhigt? Ich hoffe sehr. Mein Mann hofft sehr, dass er uns nicht wieder den Abend verdirbt. Ja, man hat sehr viel zu sagen. Das ist auch gut so. Sie rauchen wohl gerne Ihre Pfeife. Ich habe vor ein paar Monaten aufgehört. Aber es ist entspannend, darüber nachzudenken. Wie lange sind Sie schon in Indien? Nicht lange genug. Der Tag meiner Rückkehr nach England wird betrüblich sein. Er kann nicht zu den Schmugglern gehören. Er hört sich wirklich wie eine ehrliche Haut an. Können Sie mir etwas mehr über Ihre Gäste erzählen? Dr. Finney hat nicht weit von hier seine eigene Praxis. Die Snowballs sind vor einigen Tagen eingetroffen. Sie sind unterwegs nach China. Und Herr Zlotsky ist seit Ausbruch der Hungersnot mein Gast. Er schreibt den ganzen Tag in seinem Zimmer Gedichte. Ziemlich sauber für ein Haus mit so vielen Rauchern und in dem Zigarrenbinden unter den Decken auftauchen. Die Frage nach Opium konnte ich gar nicht stellen. Wäre wahrscheinlich zu direkt gewesen. Ich glaube, ich kann jetzt Herrn Zlotsky hier anquatschen. Ja. Zünden von Zigarren? Nein, das beweist gar nichts. Nee. Nicht! Ich meine, warum gehen Sie nicht wieder zurück zur Party, junger Mann? Was mit seinem Kopf? Ich brauche hier ein wenig Stille. Ich versuche hier nur, mich zu konzentrieren, junger Mann. Bitte gehen Sie. Der ist sehr verdächtig. Herr Zlotsky? Ah, junger Mann, Sie sind das. Was wollen Sie? Schreiben Sie ein neues Buch? Nein, ja. Es ist ein Gedicht. Ein Gedichtband. Und ich bin wirklich inspiriert. Oh ja, also wäre ich lieber allein. Bitte. Alles in Ordnung mit Ihnen? Sie scheinen etwas... Nervös? Nein, ich meine, ja. Ich meine, der Sturm, wissen Sie, davon kriege ich Migräne. Der ist wirklich nervös. Mal sehen, ob er die Wahrheit sagt. Riecht es hier irgendwie nach Tabak? Nein, definitiv nicht. In diesem Zimmer raucht niemals jemand Zigarren. Ich habe ja gar nichts von Zigarren gesagt. Riecht eher nach Pfeifentabak. Oh, ja, natürlich. Eine Pfeife. Pfeifentabak. Alle Beweise deuten auf Zlotsky hin. Ich muss den hier rausholen. Der wird sehr nervös, wenn ich versuche, in sein Zimmer zu gehen. Solange der da sitzt, komme ich nicht in dieses Zimmer. Nee, okay, ich dachte, ich könnte den Doktor. Auch nicht. Auch nicht. Oh, wer bist du denn? Namen, Sahib. Kann ich was für Sie tun?
Sie brauchen mich nicht Sahib zu nennen. Mein Name ist Tim. Das ist unsere Form der Höflichkeit, Sahib Tim. Der bedeutet nur mein Herr. Dieses Essen riecht köstlich. Das ist Dokla. Eine sehr würzige Vorspeise aus meiner Heimat in Gujarat. Wir werden sie servieren, sobald der Koch für Herrn Slotsky eine milde Version vollendet hat. Ja, also keine milde Version. Verscheuchen Sie da Fliegen? Ich kann keine sehen. Das ist präventives Verscheuchen. Für alle Fälle. Mhm. Verträgt Herr Slotsky kein scharfes Essen? Vor einem Monat hat er aus Versehen von einem Curry gekostet. Danach trank er stundenlang Wasser in der Küche. Seitdem markieren wir seine milden Speisen separat. Die sind nicht markiert, also sind alle scharf. Womit markiert man denn sowas? Sind Sie es nicht leid, nur da zu stehen? Ich kann für Sie die Fliegen verscheuchen, damit Sie einen Spaziergang machen können. Vielen Dank, Sahib. Aber es geht schon. Ich glaube, der Major sucht Sie. Wenn er mich braucht, kommt er schon selbst her. Ist mein Dokla fertig? Gleich hier. Scharf und fliegenfrei. Wenn ich's mir recht überlege, dann wäre mir mildes Dokla wohl auch lieber. Oh, da entgeht Ihnen der ganze Genuss, Sahib Tim, aber Ihr Wunsch sei mir Befehl. Ihr Dokla ist im Handumdrehen bereit. Weichei. Aber was? Hat er mich gerade Weichei genannt? Erstmal in die Gesäßtasche packen. Herr Slotsky? Wie gesagt, würden Sie... Ich arbeite. Ich bringe Ihnen etwas. Oh, Dokla. Und die sichere Sorte. Sehr schön. Puh, heiliges Kanonenrohr. Aber der könnte der Sidekick von Batman sein, ne? Robin. Der arme Kerl weiß nicht mal, welches Datum wir haben. Sieht köstlich aus, aber nach dem, was ich gerade gesehen habe, das Risiko gehe ich nicht ein. Ein Dichter, der mit der Inspiration ringt. Oder vielleicht Reue? Ich vermisse das Schreiben, aber ich kann erst über die Zigarrenaffäre schreiben, wenn sie zu Ende ist. In dem Aufzug sieht er etwas albern aus, aber zweifellos glücklich. Badewanne, edel, edel. Was ist das?
eine Art Kästchen. Und dieses Papier? Oh Gott,